Ich bin in Grafenbruch und habe meine neue schöne Reithose an. Und ja, hier stehen so schöne viele Schulpferde. Das gibt's ja gar nicht. Hier, tata, alles voll mit Pferd. Ach ja, meine Mutter hat eine Stunde. Hier steht ein großer Tinker. Ach, das ist ganz rot. Ach, wie schön. Und hier ist ein kleines Pippi Langstrumpf-Pferd. Das ist die Bonnie. Das ist ja... Das ist die Bonnie. Ach, das ist auch schön. Das ist Bonnie, das ist Clyde. Für Anfänger ist das ganz gut, oder? Eher das, ja. Noch eher das? Ach so. Aber es ist auch für Anfänger. Oder das Blonde finde ich auch voll schön. Ist aber kein Schulpferd. Das ist kein Schulpferd, das ist, das ist ein Einstellerpferd. Ach so. Ja, ich muss halt immer gucken mit meinem Hund. Aber das würde mir auch gefallen, da hätte ich keine Angst. Ist nicht so groß, ne? Das Pferd. Ach, die Bonnie ist süß. Ja. Der ist super. Der ist aber sehr groß. Der ist aber super lieb. Ja, der hat aber schon so eine Höhe, ne? Ah. Aber der ist, Achtung, elektrisch. Ach so. Oh, schlecht. Also das da ist elektrisch. Mhm. Okay, kleiner. Das ist mit der Kleid. Blauen Augen, mit Kleid. Ah, das ist eher was für Erwachsene und das für Kinder, meinen Sie? Der Arabis ist auch ein Anfängerpferd. Ja, aber so ein Sportpferd eher, deutsches Sportpferd. Oder ein New Forest Pony. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, ein Western geritten. Also eher so Western-artig. Ach so. Der ist aber auch nicht schlimm. Also bei uns, die ganz, ganz Anfänger steigen auf ein Kleid, steigen auch auf ein Aramis und führen sich gegenseitig. Ach so. Sogar. Also der Aramis, der ist super lieb, der ist super lieb. Die stehen da, selbst wenn ein Pferd durchgeht, der steht da denn und guckt dieses Pferd an und denkt sich so, was machst du da eigentlich? Hm. Ja, aber die Höhe ist halt, ne? Muss man sich dran gewöhnen. Och, der ist super lieb. Super einfach zu reiten. Ach, wie schön. Jetzt kommt er auch noch gefolgt. Ja, bonjour. Und was, ist das eine Rasse, eine besondere? Tinker. Ah, das ist ein Tinker auch? Ja. Ach, wie schön. So schön weiß mit blauen Augen. Ja. Wir haben noch einen Tinker. Wir haben den Yoshi. Das ist zwar ein bisschen älteres Pferd, aber geht auch noch. Die sind ja süß für Kinder. Ja. Die Holly und der Mickey. Oder was ist das? Ich weiß es gar nicht. Welch-Ponys vielleicht. Welch-B oder sowas. Ja, auf jeden Fall noch den Yoshi. Ach, und der geht auch für Erwachsene oder nur für Kinder? Ja, weiß ich nicht genau. Also man kann da auch als Erwachsener drauf reiten. Hier, wenn man nicht so schwer ist. Das ja, ist ein bisschen niedriger als der... Ja. Wie heißt der? Clyde. Ja. Mal schauen, der ist etwas niedriger. Der ist ja auch schön. Ach, wie schön. Guten Tag. Ah ja, das ist so irgendwas 1,50, ne? 1,45. Ach so, niedrig. Also ich bin lange nicht geritten, ich habe mich an die Höhe gar nicht mehr gewöhnt. Ist ja auch nicht schlimm. Es macht nicht die Höhe, es macht das Pferd. Ja. Ach ja. Naja, ja, gut. Bei der Lotti weiß ich nicht, ob das so okay ist. Was ist Lotti? Lotti ist auch noch ein Schulpferd, aber die ist eher was für etwas Gesetzte. Ja. Also früher bin ich ganz gut geritten, da hatten wir auch ein Pferd hier gehabt. Aber ich habe 10 Jahre Pause gemacht, dann muss man ja auch sagen. Hm. Ja, da ist es nicht so. Ansonsten. Und diese das hier ist keins, ne? Nein, das ist ein Einstellerpferd. Ah, das hier ist zu klein. Hey, ja, das ist der Mickey. Ach, wie süß. Geh, Mickey Maus. Das ist ja ganz, ganz nett. Ach, wie süß. Ja, der läuft bei unseren Kinderkursen mit. Das ist auch für ihre Schule. Oh, wie süß. Ja, das sind auch Schulpferdchen. Ja, ja, wenn meine Schwester noch da wäre, hätte die das auch gefallen. Aber die ist leider nicht da, die ist gestorben. Ja, das ist super.
Ja. Nee, der Mickey, der ist süß. Ja. Der Mickey. Das ist sehr schön. Aber die sind auch teuer, ne? Diese Sorte Kinderpony. Teurer als Shetties oder so, ne? Ich glaube, ich weiß nicht. Ja. Ach, ich muss mal schauen. Ich habe Leckerlis gekauft, aber das darf man nicht füttern, ne? Höchstens nach der Reitstunde. Nein. Auch nicht? Gar nicht. Ach so. Ah, okay. Weil... Und das sind auch Privatpferde. Ja. Bis auf das den dritten Paddock, das ist die Lotti. Und das sind auch noch Schulponys. Das ist auch noch die Molly und die Dipsy. Ah, die sind sehr schön. Das Weiße ist ja eigentlich auch noch was für Erwachsene. Vielleicht ganz leicht für Erwachsene. Also ich darf sie schon nicht reiten. Nee. Ist zu schwer. Zu schwer. Ja. Und die Lotti ist das Braune? Hier vorne ist Braune. Sie ist da so lieb. Hier das? Nee, noch ein Paddock weiter. Ach so. Das hier sind unsere die Zuchtstufen. Ah, okay. Sieht man aber den dicken, fetten Backen im Baum. Oh, das ist sehr, sehr schön. Das hätte mir auch gefallen. Das ist ein Privat. 5 Jahre. Das sieht aber sehr schön aus. So ein bisschen sportlich, ne? Ja, das ist unser Baby. Ach, und Sie meinen das hier? Ach, das, ja, ja. Das ist ja nett. Hallo. Ja, das ist die Lotti. Guten Morgen. Das ist ja voll schön. So ein bisschen wie so ein Rennpferd, ne? Sie läuft auf Vielseitigkeit. Ja. Oh, ja, ich meine von der Höhe und so. Ja, ist auch okay. Also ich konnte früher gut reiten, aber ich habe halt sehr, sehr lange Pause gemacht. Dann weiß ich halt nicht. Also ich persönlich, ich gebe keine Erwachsenenreitstunden. Ich gebe ja nur Bodenarbeitsstunden und wenn dann welche für kleine Kinder. Hm. Ja. Der Schimmel ist aber auch sehr hübsch. Privatpferd. Ach so. Das sind 2 Privatpferde noch. Die einzige, die ist nur das ist die Lotti. Aha. Schöne Schulpferde hier. Hi. So, ich schaue mal gleich mit meiner Mutter. Ja, hier ist die Stallung wie früher. Der Eingang und die. Hier ist die Halle. Ah, und da. Oh, das ist ja sehr schön. Wow, wie schön. Ja. Wow, schaut mal, wie teuer. So. Hallöchen. Ist das eine Stute? Nein. Ach, ein Junge. Oh, du bist ja ein kleiner Dom. Hallo. Das hätte nicht gedacht, dass das so gut aussieht, das Pferd. Nee, das ist ja voll schön. Oh, guten Morgen. Kleine Pferdestunde. Das ist ja schön. Nur Freundschaft, ja.